Wird Julia Starikova mit ihrem antiken Sofa das begehrte Stück Karton bekommen? Oh. Oh. Das sieht gut aus. Frau Doktor. Die Chaise Lounge hat meine Mutter in einem Antiquitätenladen gekauft. Das war vor 8, 9 Jahren. Früher fand ich diese ganze Möbel grob hässlich. Ich habe mich geschämt, dass meine Freunde zu mir nach Hause kommen. Ich habe gesagt, meine Mutter hat den ganzen Sperrmüll zu Hause gesammelt, obwohl die dafür immer sehr viel Geld ausgegeben hat. Was bringen Sie uns da für ein Schmuckstückchen mit? Ja, das ist die Chaise. Eine, wie heißt das? Canapé. Canapé? Genau. Chaise Longue sagt genau. Man auch dazu. Ja, das genau. Ist typisch Kölsch. Ne? Chaise Longue, ein langer Sessel, wie das Wort schon sagt, französisch natürlich. Und ich dachte, das wäre Kölsch. Chaise Longue. Und es sieht ganz danach aus. Englischer Kolonialstil haben wir hier. Ja, es sieht auf den ersten Blick wirklich gut aus, vor allen Dingen, weil es so ein schönes Möbel ist. Aber an vielen Details lässt sich aufzeigen, dass dieses Möbel wirklich aus neuerer Produktion ist. Also der Firnis, der scheint mir neu zu sein. Der entspricht nicht mehr einer gewachsenen Patina. Eine Beize liegt da drauf, ein Lack ist noch drüber gelegt worden. Ja. Und insofern sieht es sehr neu aus. Aber das entscheidende Argument ist hier eigentlich der Bezug. Der wäre das Stück original aus Leder sein sollte, aber es ist in Wahrheit aus Kunstleder. Das ist doch Leder, das sehe ich also, doch ganz genau hier. Ne? Nein, das glaube ich nicht. Die Oberfläche glänzt sehr und klebt auch ein bisschen. Also ich bin ganz sicher, es ist Kunstleder und das spricht auch dafür, dass das Möbel eben viel später gemacht worden ist. Die Patina ist eben wie gesagt nicht gewachsen. Entsprechend würde ich vermuten 70er, 80er Jahre des 20. Jahrhunderts. Aha. Das habe ich mir aber ein bisschen anders vorgestellt. Ich dachte schon, dass es ein bisschen älter ist. Ja, habe ich jetzt auch gedacht. Vor allen Dingen bin ich der festen Überzeugung gewesen, das ist definitiv Leder. Ja, Leder ist eben ein Naturprodukt. In diesem Fall... Also so ein ebenmäßiges Stück, man erkennt ja noch nicht mal, es gibt überhaupt gar kein Tier, was so lang sein könnte. Es gab ja schon die berühmten irischen Langkühe. Ne, die waren sehr lang, also 2 bis 3 Meter Schulter. Sein. Ne? Gut, jetzt mal eine ganz andere Frage. Wie teuer war es? 350. Hat es damals gekostet? Ja. Das waren schon Euro. Ja. Was hättest du gerne? Also ich habe mir vorgestellt, dass ich 500 dafür bekomme. 500? Vielleicht sogar ein bisschen mehr. Noch mehr? Warum nicht? Warum nicht? Ich würde einen Preis sogar etwas niedriger ansetzen. 200 bis 300. Vermutlich werden sich die Händler nicht auf mehr einlassen. Also ich hoffe, dass die Händler das ein bisschen anders sehen und sie mir ein bisschen mehr geben. Ob das klappt? 300 Euro. Ganz schön viel Geld für ein Kunstledersofa aus den 70ern. Ich hoffe, du hast keine zu hohe Erwartung. Also ich will sie zwar nicht, aber mehr wie 150 ist sie nicht wert. In dem Zustand, in dem Zustand. Mir nicht wert, ja, muss ich sagen. Das ist schon eine sehr schöne Arbeit. Ja, muss geleimt werden. Das ist neu gemacht worden. Das sieht man ganz eindeutig. Die ist einmal rangekommen und gepolstert ist auch mal worden. Und die Polsterung ist auch nicht gut gemacht. Die Federung. Ja gut, das geht. Das ist mit Rosshang, da haben sie zu wenig reingemacht. Sehen Sie das? Aber ich würde das ganz gerne verkaufen, damit ich mit leeren Händen nach Hause fahre. Jetzt mal nicht ins Wort fallen, Leute. Für mich wäre sie nicht interessant, einfach unsere Schwerpunkte von Barock bis Biedermeier gehen. Und sie wären mir jetzt zu jung, aber trotzdem ein sehr schönes Stück. Also für 100 Euro würde ich mich annehmen, aber sonst... Nee, das ist zu wenig. Er hat schon 150 geboten. 100, 150, 250 zusammen und ich gehört bei Ihnen. Ja, sehen Sie, das wäre... Ja, gut. Da kann jeder mal drauf sitzen. Teilen. Also wissen Sie was, ich gebe Ihnen 250. Gerne. Okay. Will jemand mehr bieten? Das ist ein Wort. Sie erkennen noch ein bisschen da. Ich bedanke mich bei Ihnen. Danke auch. Bitte schön. Super. Schönen Tag. Bleib wiedersehen. War ein guter Kauf. Wiedersehen. Tschüss, auf Wiedersehen. Danke. Tschüss. Hör mal. Bist du irre? Ja, wenn du glaubst, dass ich irre bin. Ist mir schlecht. Ist mir schlecht. Komm bitte bei mir. Komm bitte bei mir. Ich habe viele alte Möbel, die ich quitt habe. Aber du bist nicht so charmant wie die nette Dame. Das ist der Unterschied. Ich werde meinem Restaurator dieses Ding hinstellen. Für kleines Geld wird er das aufpolstern und ein bisschen aufmöbeln. Und ich habe einen guten Kauf gemacht, glauben Sie mir.